Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt. Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Ich freue mich sehr, dass ich heute eine gute Freundin darf begrüßen im Bistro von LiveNet, Sabine Theron aus Muhe. Wir haben einander vor allem kennengelernt jetzt in dieser zweijährigen Zeit, so sagen wir mal, während der Pandemie. Du warst auch schon zweimal in anderen LiveNet-Talks dabei gewesen, gell, Sabine? Genau. Und wenn man das Stichwort «The Chosen» so reinwirft, dann geht es bei dir auch gerade ab irgendwie. Dann merkt man, da geht das Herz auf und eine Leidenschaft kommt vor. Kannst du uns mal reinnehmen, was begeistert dich so an dieser Serie? Ja, das sind eben verschiedene Sachen, die mich begeistern. Ich glaube aber, so das Hauptmerkmal ist, wie Jesus nöch ist. Und wie Jesus eben nicht dargestellt wird als jemand, der eben der Heiland ist. Wer ist es? Aber wie er sich erbarmt oder mit den Menschen geht. Und immer wieder das Freundschaftliche und trotzdem ist er Gott. Und es hat einfach auch lustige Szenen. Ich lache auch gerne. So unerwartete Witze finde ich eben schon locker das Ganze auf und es bricht auch unser Christsein manchmal ein bisschen ab. Ein Jesus, der plötzlich den Jüngern einfach so zuzwinkert oder so. Ja, genau. Genau, so unerwartet, oder? Genau, ja, das ist wirklich, sehr schön. Das ist wirklich herrlich. Und es gibt eine ganz spezielle Szene, wo du mir schon im Vorfeld gesagt hast, das ist die eingeschlagen hat bei dir. Ja. Wo dich total berührt hat. Was ist das für eine Szene? Das war in der Episode 8, Staffel 1, für die, die es nachschauen wollen. Und zwar geht es wirklich darum, wo Jesus für mich ins Bild kommt, wie er eben mich sieht. Und das ist die Szene, wo Jesus heimkommt, zu der Frau von Petrus. Und hinten dran ist die Schwiegermutter, die im hohen Fieber ist. Das lesen wir ja auch in den drei Evangelien. Es kommt ja eine kurze Geschichte, zwei Verse darüber, wie Jesus sie nachher geheilt hat. Aber das Schöne an dieser Episode ist, dass Jesus eben nicht auf das eingeht, auf die Heilung, sondern dieser Frau begegnet. Also wir müssen es noch ein bisschen genauer ausschaffen. Also er kommt her dort, sie ist am Arbeiten, so wie so häufig, oder? Küche machen oder irgendwie. Er schaut zum Haushalt und dann kommt Jesus. Richtig. Und zuerst heisst es so. Kommt nämlich ein Witz am Anfang. Ja, genau. Ja. Irgendwie, es passiert mir noch viel, oder? Dass mich die Leute nicht erwarten. Ja, genau. Ich habe nicht erwartet. Das ist eben genau so, was mir so gefällt. Und dann sagt er dann eben, viele erwarten mehr nicht. Also Jesus, viele erwarten mehr so nicht. Mhm. Und dann ist er reingekommen und hat nachher mit ihr angefangen zu reden und so ein bisschen zuerst über Petrus. Uns verbindet etwas miteinander, sagt Jesus zu ihr. Und zwar hast du schon etwas in ihm innen gesehen, das ich heute auch sehe. Und schon das, wie Jesus ihr einfach die Wertschätzung gibt und nicht einfach sie aussen vorlässt, sondern sagt, du hast das hier schon gesehen, was ich auch in Petrus sehe. Und nachher geht der Dialog weiter, zwei, drei wichtige Sachen, wo nachher einfach auch dort münden, der Petrus kann nur mit mir unterwegs sein, weil du ihn unterstützt in diesem Sinne und weil du mit ihm mit ihm bist. Ja. Und das ist nachher so die Szene, wo Jesus zu ihr sagt, I see you. Und das ist etwas, wo dort sind mir Tränen runtergelaufen. Und zwar einfach in dem Moment, hey, wie manchmal sind wir Frauen daheim und unterstützen unsere Männer, unterstützen, dass sie gehen können oder auch Kinder unterstützen, dass sie können in ihrem Innen laufen. Und dann kommt Jesus in meine Küche hinein oder in die Küche von ihr hinein und sagt, ich sehe dich im Fall und ich sehe dein Herzblut. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Ja. Es hat dich so stark berührt, dass du nachher das auch künstlerisch hast umgesetzt. Also du hast so den Spruch «He sees you» oder? Nachher daraus genommen. Und kannst du gerade selber ein bisschen erzählen, was ist denn passiert? Ich habe einfach daran gedacht, ich möchte wie einen Nagel haben für die Szene, die mir doch recht nahe gegangen ist. Und habe dann so studiert, wie ich mir das machen könnte. Und eben, weil mir die Gabe nicht gegeben ist vom Nähen, habe ich dann eine Kollegin oder eine Freundin viel mehr gefragt, ob sie mir nicht so ein Küsschen nähen könnte mit dem Schriftzug. Und das Schöne war nachher,
dass das einfach wirklich Kreise bekommen hat. Also, ich hatte Freundinnen, die das Küssi daheim auf unserem Sofa gesehen haben, weil ich es eigentlich nur für mich wollte. Und habe dann nachher ja eins nach dem anderen Bestellungen bekommen. Und somit hat sich dann das entwickelt, dass wir da jetzt wirklich ein paar Küsse schon unter die Leute gebracht haben. Ja, und wir sehen hier die Küsse, He Sees You. Also, die kann man bestellen. Wir tun ja die Webseite unten einblenden, respektive man kann auch den Link anklicken unterhalb des Videos. Und ja. Je nachdem, wenn da noch weitere kommen, dann kann das da weiterlaufen, euer Geschäft in Anführungszeichen. Ja, genau, wo nie so denkt. Wo man nicht erwartet hat, was der Chosen alles kann für Sachen auslösen kann. Das ist wirklich genau. Ja, genial. Genau. Jetzt einfach mal ganz noch so, vielleicht salopp gefragt, wem würdest du die Serie alles empfehlen? Ich finde das eben schön an dieser Serie, das ist jetzt nicht nur für Ungläubige oder für Menschen, die Jesus nicht kennen. Jetzt in unserem Fall, wir kennen Jesus, seit wir klein sind und in die Wiege gelegt wurden. Und ich finde eben, es ist wirklich eine Serie, die einen berührt. Es ist einfach etwas ganz Tiefes. Ich finde auch, wir schauen, haben es auch mit unseren Teenagern, die sind auch hin und weg gewesen. Es ist einfach mit uns wirklich, es ist etwas, das man jedem empfehlen kann. Und jeder, der irgendwo das Herz für Jesus hat, eine Leidenschaft gespürt wieder dort. Darum, ich finde, durch die Bandbreite weg lohnt sich das. Und das Schöne ist übrigens auch, dass man durch die ganze Chosen-Serie wirklich auch die Bibel wieder kennenlernt. Es hat so viele Wahrheiten, so viele Details. Gerade wenn man eine Szene näher anschaut und ein bisschen forschen geht, ist ganz spannend, was man herausfindet. Genau. Das ist ja eigentlich auch das, was der Regisseur gerne betont, was sie eigentlich sich wünschen. Dass nicht sozusagen die Geschichten drumherum um die Leben erfunden oder dazu gedichtet worden sind, für irgendwie ein bisschen Hollywood zu machen, sondern wirklich für die Menschen eben herzuführen, wieder ans Wort, an die Schrift, dass man es nachlesen kann. Absolut. Mal schauen, hat Petrus wirklich eine Frau gehabt? Ja, eben genau, solche Sachen findet man nachher. Das kann man nachher suchen, genau. Ja. Ja, super. Genau. Hey, danke vielmals, Sabine Deron, dass du einen Einblick gegeben hast und die wirklich coole Geschichte erzählt hast, auch mit diesen Küssen. Also, es ist erstaunlich, was sich da alles bewegt, eben durch Chosen. Ein weltweites Phänomen, kann man sagen, die Serie selber. Ja. Aber offenbar ist irgendwie der Heilige Geist in dieser ganzen Geschichte drin, wenn es so Sachen auch inspiriert, oder? Das zeigt es mir umso mehr. Ja, absolut. Also, danke noch einmal vielmals. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.